Guten Tag, Hendrik Boschinski, mein Name. Ich präsentiere euch heute meine Abschlussarbeit, ein Kamerasystem für ein Spiel. Mein Betreuer war Professor Dr. Gers. Wie man hier schön sehen kann, anhand der Linie, den Kamerafahrt durch ein Gebäude. Hier an der Tür geht es ein bisschen durcheinander. Jetzt ist nochmal in einer anderen Situation zu sehen. Ein bisschen weiter draußen an einer Tankstelle, wie man hier sieht, folgt die Linie den Kopfbewegungen. Die Linie kennzeichnet die aktuelle Kameraperspektive aus der dritten Person. Hier sieht man schön, dass man sich gerade da an der Stelle gedreht hatte. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Hier sieht man die physikalische Repräsentation dieser virtuellen Welt. Das sind vereinfachte Physikmodelle, die dann verwendet werden, um Kollisionen mit dieser virtuellen Welt zu berechnen. Und das Ganze ist halt nötig, weil das Ganze auf der CPU passiert und daher dürfen die Modelle nicht allzu komplex sein. Und das Ganze ist halt auch benötigt daher, weil die Kamera, die soll natürlich nicht in einer Wand verschwinden oder ähnliches. Hier sieht man jetzt die Kameraentfernungen, die schwarze Linie ist die aktuelle Kameraentfernung, die rote Linie ist die Entfernung des nächsten Kollisionspunktes in der Umgebung, die blaue Linie ist die Entfernung des nächsten Kollisionspunkts direkt nach hinten zur Kamera hin, die grüne Linie ist einfach eine Interpolation von diesen beiden Linien und wie gesagt, resultierend ist eben die schwarze Linie ausschlaggebend für das, was sie aktuell sieht. Wie man hier jetzt schön erkennen kann, wurde hier das Rauschen schön entfernt. Die schwarze Linie verhält sich schön seicht, es wird gut interpoliert. Und das Ganze funktioniert auch hier eher in engen Umgebungen wie diesem Auto hier. Wie man schön sieht, funktioniert das. Auch in einem Zelt ist auch kein Problem. Die Vorhersageentfernung, also die rote Linie für die Umgebung, ist ein bisschen limitiert, dass man nicht allzu nah rangeht innerhalb von Gebäuden. Das Ganze funktioniert natürlich auch in Häusern. Jetzt hier die Treppe hochgeht, sieht man schön, dass die blaue Linie schnell runtergeht, wenn man mit der Kamera sonst in einer Wand hängen würde. Jetzt sieht man das Ganze nochmal in einer anderen Debug-Perspektive. Hier sieht man jetzt in diesen drei Zylindern, das ist der Vorhersagebereich für die Umgebung. Alle kleinen Punkte sind durch erkannte Kollisionspunkte mit dieser Umgebung. Wenn viele Punkte in der Nähe erkannt werden, müssen nicht mehr in allen drei Zylindern die Kollisionen geprüft werden. Der grüne Punkt ist der aktuell nächste Punkt, während das kleine Kamera Rechteck, was da gezeichnet wird, das kennzeichnet den Kamerafahrt nach hinten zu. Das sieht man jetzt hier in diesen verschiedenen Testsituationen nochmal, wie da der nächste Punkt ausgewählt wird. Man muss sich immer noch ein bisschen positionieren. Hier sieht man jetzt die grünen Punkte eben hin und her springen zum jeweils nächsten Objekt. Das Ganze wird dann halt raus interpoliert natürlich. Und hier sieht man praktisch jetzt diese Problemsituation mit Vibrationen im Kameradistanzsignal und das wurde eben mit einem Minimalwertfilter entfernt. Jetzt geht es hier durch und wie man sieht, würde es normalerweise immer hin und her springen, aber der Kamerapunkt verhält sich eben konstant und bewegt sich nicht, wurde das richtig rausgefiltert. Jetzt wird nochmal hier genau ein Auto ausprobiert. Man sieht schön, wie die Kamera jetzt nah rangeht, damit man eben nicht in der Seitenwand des Wagens hängt mit der Kamera. Jetzt nochmal das Zelt als Problemsituation, wie man hier viele Kollisionspunkte erkennen kann. Und natürlich wieder raus. Es ist eben wichtig, dass man nicht zu viele Kollisionspunkte ermittelt, da es sonst natürlich zu Performance-Problemen kommen kann. Daher ist es momentan auf 64 Punkte limitiert. Wie man jetzt hier sieht, ist halt zum Beispiel diese Häuser oder
manche Objekte halt ziemlich komplex und da lohnt es sich dann einfach nicht, noch mehr Kollisionspunkte zu ermitteln. Wie man sieht, ist das Ganze hier schon recht umfangreich, also diese Auswertung der Umgebung. Jetzt will ich euch natürlich noch gerne zeigen, wie das Ganze dann im fertigen Spiel aussieht. Das Spiel ist übrigens auch auf Steam jetzt verfügbar im Early Access. Ist halt alles in einer Testphase, aber wer Interesse hat. Hier sieht man jetzt schön die Flora und Fauna, die schon im Spiel vorhanden ist. Es gibt Eichhörnchen, Rehe, Ratten und auch schon einen Gegner, der gleich auch das Reh verfolgen wird. Nun sieht man die Kamera aus der Verfolgerperspektive. Man kann sich frei drehen in dritter Person als auch in Ich-Perspektive. Ich-Perspektive sieht man jetzt gleich. Man kann sowohl seine Füße sehen als auch über die Schultern schauen. Da im Projekt die CryEngine genutzt wird, will ich euch auch noch gerne eine Nachtszene demonstrieren, da die dynamische Beleuchtung doch sehr gut funktioniert eben in der CryEngine. Hier sieht man jetzt erstmal noch ein bisschen wieder die Kamera in Häusern. Und jetzt machen wir mal die Taschenlampe an. Und wie man schön sieht, hat das doch schon eine wieder ganz andere Atmosphäre als tagsüber. Sich natürlich auch lehnen. Jetzt haben wir einen unserer Gegner gehört und suchen den mal. Das ist gar nicht so einfach nachts eben. Da muss man sich auf die Töne verlassen und ja. Der sich wird uns gleich verfolgen. Da muss man immer aufpassen. Und da sieht man dann, dass die Kamera auch gut funktioniert während einer Verfolgungsjagd, sage ich mal. Dann will ich mich auch mal wieder so langsam verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und uns gibt es wie gesagt auf Steam jetzt und wir suchen auch noch Verstärkung für unser Projekt, falls ihr Interesse habt, kann man da sicher diskutieren. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Dankeschön und auf Wiedersehen.